BMW X6 und Mercedes GLE Coupé. Die beiden neuen Versionen dieser Fahrzeuge stehen hier auf der Messe in Frankfurt. Wir schauen uns beide zusammen an. Und weil es jetzt hier am X6 gerade so irrsinnig voll ist, gehe ich zuerst zum GLE. Anfang 2019 hat Mercedes den neuen GLE auf den Markt gebracht. Hier in Frankfurt steht jetzt das neue GLE Coupé. Und das sieht natürlich wahnsinnig wuchtig aus, weil wir hier jetzt vor der AMG-Variante stehen. Aber das soll uns erstmal nicht stören. Die Fakten zu allen Modellen sage ich euch natürlich trotzdem. Ganz prominent hier am Grill, was neu ist. Ja, der geht jetzt hier nicht mehr nach innen, sozusagen die Wölbung hier nach unten, sondern A-förmig nach außen. Das ist die große Neuerung am Grill. Dann gibt es natürlich größere Lufteinlässe, nicht nur bei der AMG-Version, sondern auch bei den ganz normalen Versionen. Wenn wir uns hier ein bisschen an der Seite voranarbeiten, sieht man dann auch noch, dass hier diese Sicke zum Beispiel, die hat sich vorher durch die Türgriffe gezogen, die ist jetzt hier nach oben gewandert und zieht sich bis ganz nach hinten zu den für viertürige Mercedes-Coupés typischen Scheinwerfern mittlerweile gleich in den Kofferraum. Es ist nämlich auch so, er steht natürlich auf der MRA-Plattform, auf der auch der GLE steht. Das macht ihn etwas leichter. Das Auto wird aber auch noch mal größer. 39 mm länger, 7 mm breiter. Beim GLE Coupé ist es so, der Radstand ist 60 mm kürzer. Hat das Auswirkungen hier auf den Kofferraum? Naja, durch die Coupé-Form auf jeden Fall. Es sind um die 655 Liter, die hier standardmäßig reingehen. Aber hat der kürzere Radstand Auswirkungen auf die Platzverhältnisse hinten? Ich schaue mal. Also Einstieg ist nicht ganz so einfach. Hier dieser Bereich, der ragt doch sehr weit in den Einstieg hinein. Diese Partie hier ist wahnsinnig prominent, möchte ich es jetzt mal sagen. Also sehr, sehr dick. Die Sitze sind sehr weit in den Innenraum zusammengerückt sozusagen, so dass ich hier genügend Kopffreiheit unter dem Dach habe. Aber das funktioniert auf jeden Fall. SUV-Coupé typisch habe ich hier oben so eine Auswölbung und ich bin 1,82 groß und habe hier absolut keine Probleme. Also es sitzt sich wirklich angenehm. Die Befürchtungen, die man haben könnte, dass es Platzprobleme gibt, die bewahrheiten sich also nicht. Der Sitz hier vorne ist auf meine Sitzposition eingestellt und ich habe ausreichend Kniefreiheit. Ich würde sagen, vorne ist auch noch ein interessanter Platz. Man wird empfangen von Sportsitzen und Sportlenkrad. Das ist jetzt allerdings nichts ausschließlich AMG-spezifisches, denn um den sportlichen Charakter des SUV-Coupés zu unterstreichen, spendiert Mercedes dem GLE Coupé serienmäßig Sportsitze und ein Sportlenkrad. Wie viel Sport jetzt hier am Ende drin steckt und ob das wirklich sinnvoll ist, diese SUV-Coupés in eine sportliche Kategorie zu stecken, das kann und möchte ich hier heute nicht beantworten. Auf jeden Fall ist das natürlich der identische Innenraum zum GLE SUV. Was sind denn die normalen Motoren für das GLE Coupé? Das wäre der 350D mit 272 PS und der 400D mit 330 PS. Preislich, da sagt Mercedes noch nichts, wo es denn losgehen wird. Das alte Modell ging bei 66.000 Euro in der Basismotorisierung los. Also, das muss man mindestens einkalkulieren. Auch der aktuelle BMW X5 ist noch nicht allzu alt und jetzt stehe ich hier schon neben dem X6, also das große SUV-Coupé von BMW. Naja, und was soll man sagen, ähnlich wie bei Mercedes,
dieses Auto lebt auch nach dem Motto, größer und breiter ist einfach besser. Und das trifft auch so ein bisschen auf die Optik zu. Also ganz prominent natürlich im Stile aller aktuellen BMW. Die Niere, die ist einfach wahnsinnig gewachsen im Vergleich zum Vorgänger. Aber auch das Auto selbst ist gewachsen. 26 mm länger. Er erstreckt sich jetzt auf 4,93 Meter, ist über 2 Meter breit und 1,70 Meter hoch. Hat aber auch einen Radstand von knapp 3 Metern und den schreiten wir jetzt einfach mal so ein bisschen ab. Denn man erkennt, so gerade im Vergleich zum GLE Coupé ist der X6 so ja, das aggressive SUV Coupé, möchte ich jetzt mal sagen, vom Design her. Naja, und über das Design der Heckpartie kann man sich streiten, möchte ich mich jetzt aber nicht streiten, das kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er das schön findet oder nicht. Was auffällig ist, genau wie bei Mercedes, BMW kommt auch zum Marktstart des X6 schon mit den sportlichsten Modellen auf dem Markt, hier in dem Fall mit dem M50i, also dem 4,4 Liter Biturbo Benziner. Wir schauen hier einmal in den Kofferraum. Denn obwohl das Fahrzeug an sich größer geworden ist, ist der Kofferraum jetzt gar nicht wirklich gewachsen. 580 Liter gehen hier rein. Aber ich würde sagen, ich setze mich hier auch nochmal auf die Rückbank, um zu sehen, ja, im Vergleich zum GLE Coupé. So, und ich fand, ich bin direkt auf jeden Fall viel leichter reingekommen. Das heißt, diese ja, Auswölbung des Radhauses ist beim X6 einfach nicht so groß im Vergleich zum GLE Coupé. Die Sitze sind deutlich weicher, aber jetzt an sich das Raumangebot, das Platzangebot, das finde ich, ist identisch. Ich bin 1,82 groß und habe hier ja, einfach ausreichend Platz, obwohl die Dachlinie relativ stark abfällt. Aber auch hier habe ich eben diese Auswölbung im Dachhimmel, dass man auch als Vorpassagier genug Kopffreiheit hat. Ich setze mich noch einmal auf den Fahrersitz. Hier sieht man natürlich, dass sich der X6 das Cockpit-Design und alle Funktionen natürlich dementsprechend auch mit dem X5 teilt. Das ist also genauso wie beim GLE und beim GLE Coupé. Vielleicht können wir noch ganz kurz über die Motoren sprechen, denn der X6 ist jetzt schon konfigurierbar und dementsprechend stehen auch die Preise zu den Motoren fest. Das heißt, die Einstiegsvariante, der Einstiegsdiesel, kostet ab 75.500 Euro, geht dann hoch zum M50D, also dem Top-Diesel, dem Quad-Turbo-Triebwerk, der dann 99.000 Euro kostet. Mich würde jetzt interessieren, welche der beiden Autos findet ihr denn besser? Schreibt es einfach in die Kommentare und wenn euch unsere Videos gefallen, dann vergesst nicht zu liken und zu abonnieren.